Das Tesafilm haben wir dran gemacht, damit die Kabel noch besser halten, damit man nicht während der Fahrt das Licht ausgeht. Hier sieht man es am Tageslicht nochmal. Ich fahre mal bis auf der Ecke, schalte mal mit einer Hand. Das hat Stahlpedalen, nicht das billige Plastik, was ausleiert. Das ist der Weg, den wir sonst auch fahren. Ja. Wie gesagt, das Licht und alles geht, aber in dem anderen Video filmen. Hier Bremse, wenn er jetzt durch ist. Zack, steht. Ja. Hat hier eine Rücktrittbremse, Achtung. Ich mache schon mal eine Vollbremsung, aber nicht, dass der Reifen qualmt. Ich komme! Oh. Das ist auch kein neues Rad, das muss man auch sagen, aber es ist aber ein gutes Rad. Ja? Bisschen Federung im Sattel. Ein bisschen rostig da, aber das ist nicht schlimm. Mal drüber putzen ein bisschen, das ist alles. Das Licht geht, man setzt sich drauf und fährt und hat Freude. Nach dieser großartigen Sendung von RTL wird jetzt hier weiter aufgeräumt, weil ich es versprochen habe. Ja. Jetzt haben wir hier dieses Rad von Coratec. Man sieht, es ist völlig in Ordnung. Ich mache den Dynamo mal an. Wie man es auch mal sieht, ja. Dort Licht brennt, ist ganz, ganz wichtig. Damit Halogen, das Licht brennt, ja. Es eiert nichts, es schleift. Die Bremsen gehen, alles. Ich mache gleich schon mal eine Probefahrt, dass man das sieht. Also das verkaufe ich wirklich mit ruhigem Gewissen. Man setzt sich drauf und fährt, fährt zur Arbeit, hat ein bisschen Freude dabei, ja. Gut, bin ja auch ehrlich, ein bisschen rostig, man muss ja mal drüber putzen und so, ja. Aber wenn ich das so sagen würde, vielleicht mal, ist vielleicht so ein 80, 90 Marks Euro Rad. So, wenn ich die für kriege, ist gut, wenn ich nicht. Ich nehme, was ich bekommen kann. Ich bin nicht gierig nach dem Geld und das ist völlig in Ordnung.